Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Auf ins Wochenende. Schön, dass du dabei bist. Heute wollen wir uns einmal durchbewegen, natürlich auch gleich stabilisieren und aufrichten und fit und frisch machen fürs Wochenende. Du kannst natürlich auch jederzeit mitmachen, wenn nicht gerade Freitag oder Beginn des Wochenendes ist bei dir. Jederzeit. Und wir starten gleich in einer Grätsche. Sehr stabil eigentlich. Jetzt darfst du deine Knie strecken, aktiviere deine Körpermitte, sag ich, Schulter nach hinten unten ziehen, sehr gut, Arme nach oben und die Handflächen zeigen zum Boden und jetzt ziehst du dich auf deine Fußspitzen nach oben und versuchst, dich hier zu halten. Ein paar Atemzüge, Nase ein, Mund ausatmen. Und versuch ruhig immer etwas länger auszuatmen, als du einatmest. Das gibt dir Sicherheit, Stabilität, Gleichgewicht. Und dieses lange Ausatmen kann deinen Puls und Blutdruck senken. Ausatmen und dann langsam wieder tief auf die Fersen kommen. Stütze dich mit links ein und deinen rechten Arm hängst du hier über einen gefühlten, riesengroßen Gymnastikball. Ausatmen, spür zwischen den Rippen die Faszien, die du hier aufdehnst. Atme ein, komm wieder nach oben, wechsel gleich, atme aus. Andere Seite so richtig rund, atme ein, wechseln, atme aus. Richtig rund und nochmal ein und aus und ein. Spür angenehm die Dehnung zwischen den Rippenbögen. Und jetzt darfst du auch dynamischer werden und lässt dich ausatmend einmal durchfallen, kommst wieder hoch, ausatmen, hier unten durch und wieder hoch und aus und ein. Und aus, immer den Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Der gibt dir in der Mitte Stabilität. Und dein Arm schwingt völlig locker hier unten durch. Knie Richtung Fußspitzen nach außen. Und die Arme schwingen weiter. Jede Seite noch einmal genau so. Dann halte hier. Tauche mit deinem Brustbein nach vorne. Also einmal richtig tief tauchen, dann ausatmen, rund werden. Und wenn du jetzt tief gehst, sind die Fingerspitzen außen. Und wenn du hoch gehst, dreh die Fingerspitzen ein, mach dich ganz rund, komm hoch. Also einatmen, tief, Fingerspitzen nach innen und ausatmen, wieder hoch. Ein und aus. Mach nur weiter, ich komme zu dir. Jetzt bleibst du hier unten gerade und verlagerst. Ruhig noch ein bisschen weiter auseinander gehen. Knie Richtung Fußspitzen, Hüftgelenksbeweglichkeit, Kniegelenksbeweglichkeit und Fußgelenk. Genau. Und natürlich merkst du auch Dehnung, oder? Und immer wenn du jetzt auf eine Seite gehst, dreh dich gleich ein Stück mit. Also links nimmst du deinen rechten Arm zum Fuß oder zum Oberschenkel. Und wenn du nach rechts gehst, deinen linken Arm zum Oberschenkel. Oder dass du deine Brustwirbelsäule schon etwas mehr in die Rotation nimmst. Auch den Blick mitnehmen. Und vielleicht geht es jedes Mal ein bisschen einfacher, dieses Drehen.
Kannst auch jetzt einen Arm mitnehmen, den Ellbogen zieht zurück, wechseln, Ellbogen zieht zurück, wechseln. Geht auch immer so, wie es für dich angenehm ist. Letzten Male noch. Und zur Mitte kommen. Immer noch hin und her verlagern. Und jetzt rollst du deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab. Hin, her, möglichst leise. Hin und her. Arme gehen mit. Darf jetzt etwas dynamischer werden. Das Herz-Kreislauf-System aktivieren. Vielleicht noch ein bisschen schneller. Und super. Einen Schritt zur Seite und hin und her. An den anderen Fuß antippen. Wir machen unser Gehirn noch mal etwas frisch. Wenn du jetzt nach rechts gehst, schau mal. Rechte Hand zur Seite, nach links und kreuzen und ab. Nochmal nach rechts, nach links und kreuzen und ab. Rechts und links, Schultern tief und ab. Kann es auch schneller werden. Rechts und links und kreuzen. Und ab, wenn du möchtest, noch ein bisschen schneller und schnipsen vielleicht. Wenn es nicht klappt, Arme weglassen oder einen Teil der Arme weglassen. Letzten vier noch. Noch drei, noch zwei, letztes Mal hin, her, kreuzen und ohne Arme hin und her. Und jetzt roll deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab, locker und leise. Venen aktivieren, also die Venenpumpe, unsere Waden. Ganz bewusst abrollen, dass die Arme einfach so mitschwingen. Und wenn du willst, kannst du auch die Fersen nach rechts und links bewegen. So ein bisschen twisten anfangen. Am Wochenende nimm die Arme mit, wie du Lust hast. So höher, tiefer. Und zur Mitte kommen und vorne auftippen, rechts und links. Tippt jetzt deine Fußspitze vorne auf. Genau, einmal tap, tap, tap und gehen locker. Aufrichten und nochmal tap nach vorne. Tap und tap und tap und gehen und immer noch drei. Noch zwei, nochmal. Und tap, tap, tap. Und gehen. Perfekt. Jetzt nochmal. Und tap, Arme locker. Wenn du jetzt gehst, drehst du dich eine Vierteldrehung nach rechts. Genau, jetzt tippst du wieder. Und noch vier, noch drei. Noch zwei Vierteldrehung, dreh dich nach hinten, sodass du mich nicht mehr siehst. Und jetzt tippst du nach hinten. Und vier, drei, zwei und gehen, dreh weiter. Noch drei, noch zwei. Nochmal tap und tap und tap und tap und gehen und wieder nach vorne drehen.
Und tief einatmen, nach oben. Super, wir haben unseren Gleichgewichtssinn im Innenohr aktiviert, unseren Orientierungssinn im Ohr. Atme ein, atme aus. Nochmal ein und jetzt streck dich und zieh dich lang und beweg den ganzen Körper mit. So richtig in die Länge ziehen und räkeln. Lockern die Arme. Hier bleiben und jetzt nicht mehr das Becken zur Seite schieben, sondern versuch jetzt dein Becken hochzuziehen. Rechts und links im Wechsel dein Iliosakralgelenk nochmal lösen vorm Wochenende oder vor dem, was auch immer bei dir kommt. Dann bleibt ein Bein in der Luft, setz es nach hinten, Ferse anheben, Gesäß aktivieren, bis du den Hüftbeuger hier spürst. Und jetzt ein kleines Stück tiefer gehen, sodass du wirklich die Dehnung bewusst wahrnimmst. Die Arme nimmst du zur Seite und öffnest deine Brustmuskeln. Und jetzt neigst du dich, wenn rechts hinten ist, ein Stück nach links. Zeigst dir mal ein bisschen mehr von vorne. Nur wenn es geht. Wenn nicht, bleibst du so, wie wir es gerade gemacht haben. Löst du nochmal auf. Lässt locker. Anderes Bein nach hinten. Ferse heben, Gesäß aktiv. Ein Stück nach unten gehen, bis du die Dehnung wahrnimmst. Nacken entspannen, Arme seit. Wenn du möchtest, neigst du dich zusätzlich noch ein kleines Stück zur Seite. Atmen und dann langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Lockern, lass die Schultern nach hinten kreisen. Atme aus, zieh die Schultern hoch, atme ein, zieh sie wieder tief. Atme aus, atme ein, aus, ein. Halte sie unten ganz tief, locker dich durch. Einfach die Knie etwas beugen und strecken, dich durchschütteln. Das macht auf jeden Fall wach und fit, was auch immer noch kommt. Aktiviert alle Rezeptoren innerhalb unserer Faszien. Fühl dich jetzt so richtig geerdet, verwurzelt, stabil, aufgerichtet und hellwach, oder? Wie geht's dir? Mich interessiert es natürlich, also gern unten reinschreiben in die Kommentare, wie es dir jetzt wirklich geht, ob du dich anders fühlst als vor der Gymnastik. Wenn es dir gefallen hat, gern gefällt mir drücken und vielleicht hast du auch Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich sage ich vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann kannst du auswählen, mit wie viel du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Vielen, vielen Dank. Lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen oder abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann.